Heute gibt's in dem Büro mit den großen Fenstern noch einen freien Platz. Den schnapp ich mir. Da kann ich so richtig produktiv mal arbeiten, in die Landschaft schauen, mich einfach viel besser konzentrieren. Wobei, wie soll ich denn jetzt das ganze Zeug darüber schleppen? Oh, hätte ich das vorher gewusst, was Desk-Sharing eigentlich heißt, hätte ich mir das nochmal überlegt. Bei der Arbeitsform des Desk-Sharing müssen Schreibtische so hinterlassen werden, wie sie aufgefunden worden sind. Die sogenannte Clean Desk Policy. Hat man sich bereits mit seinen Utensilien aufbereitet, müssen diese zu Arbeitsende wieder zusammengeräumt werden, was sehr mühselig und zeitaufwendig ist. Moin zusammen! Sagt mal, wo ist denn der Dieter? Der saß doch gestern noch da. Ich brauch den heute. Wir haben doch die Präsi morgen. Du, keine Ahnung, wo der arbeitet. Der macht doch Desk-Sharing. Oh, hätte ich das vorher gewusst. Jetzt kann ich den noch mal im ganzen Gebäude suchen gehen. Da Routinehandlungen und feste Strukturen beim Desk-Sharing selten vorzufinden sind, lassen sich Mitarbeiter und Kollegen nicht immer am gleichen Ort antreffen. Schnelle Kommunikationswege durch bilaterale Verständigung sind aus diesem Grund kaum möglich. Na, 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 na. Ach, Desk-Sharing ist voll cool. Jeden Tag neue Kollegen kennenlernen. Oh, toll. Alles besetzt wieder. Wo soll ich denn heute jetzt arbeiten? Kann ich wieder heimfahren und Homeoffice machen. Das Prinzip des Desk-Sharings ist nicht für jedes Unternehmen sinnvoll. Wenn nahezu alle Mitarbeiter den Großteil des Arbeitstages einen Schreibtisch vereinnahmen, sind die räumlichen Kapazitäten des Unternehmens überlastet und die Mitarbeiter finden keinen Platz, um effektiv zu arbeiten. Tachchen, grüßi! Ich bin die Caro, ich mache heute Desk-Sharing hier. Was machen Sie denn? In welchem Bereich sind Sie tätig? Ich bin hier zum Arbeiten. Ich habe keine Lust auf Konversationen. Hätte gern meine Ruhe, ja? Boah, was ist denn das für ein komischer Kauz, ey? Mit wem soll ich denn jetzt heute Mittag essen gehen? Ich kenne ja keinen meiner Kollegen. Doch nicht so gut, jeden Tag woanders zu sitzen, ne? Durch das Prinzip des Desk-Sharings kann man keine konstante Bindung zu Kollegen aufbauen. Nahezu jeden Tag trifft man einen neuen Tischnachbarn und bleibt somit selbst eher anonym. Ey, schon wieder so ein voller Arbeitsplatz. Da kann man sich nirgendwo hinsetzen. Ey, ich setz mich jetzt hier hin. Was soll das denn? Mist, ey. Was machst denn du hier mit meinen Sachen? Ich war doch nur mal kurz Pause machen. Ja, wir dürfen nicht länger als 2 Stunden am Arbeitsplatz sitzen. Da ist doch ein No-Camping-Schild. Hier, da, No-Camping. Dieses verdammte Desk-Sharing, das nervt mich ohne Ende. Bei führenden Softwareunternehmen zum Beispiel gilt die No-Camping-Regel. Mitarbeiter dürfen nicht länger wie 2 Stunden an ihrem Arbeitsplatz sitzen bleiben. Aber ist diese Arbeitsform wirklich so sinnvoll und müssen Mitarbeiter wie kleine Kinder behandelt werden und zu Ordnung und Kommunikation gezwungen werden?
Desk-Sharing zerstört die klassische Bürostruktur und somit sinkt auch die Kreativität der Mitarbeiter. Jeden Tag seinen Arbeitsplatz neu einzurichten braucht Zeit, wodurch effektive Arbeitszeit verloren geht. Menschen brauchen feste Strukturen und geregelte Abläufe, was beim Desk-Sharing keinesfalls gegeben ist. Durch den ständig wechselnden Schreibtisch können die Mitarbeiter keine angenehme Atmosphäre schaffen und somit geht auch ein Stück Individualität verloren.